Das kann der aber hier reingehen. Scheiße, ey. Ja, was denn? Ich Vollidiot, ey. Ich baue Druckplatten, das können aber die einfach reinspazieren hier ins Haus. Ja, das ist natürlich mega intelligent. Hey zusammen und willkommen zurück zum Minecraft Adventure. Mal wieder mit dem lieben CEO. Hallo. Wem auch sonst, ne? Wir haben jetzt jemand anderen hier, also muss ich mich mit dem abfinden. Das ist zwar nicht nix. So schön, aber muss. Ne? Sonst zockt mit dir keiner. Also bei mir auch wieder mit Facecam, Standard, mittlerweile seit 3 Folgen. Seit 2 Folgen, okay. Ich hoffe, wir haben jetzt auch mal Tag wieder hier hinter. Ich gehe jetzt einfach erstmal rausgucken. Oh ja, sehr schön. Tag. Und jetzt kann ich mich auch nochmal, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit verfolgt werde, gucken. Oh mein Gott. Alter, welche Güte. Alter, what the fuck? Spinnen sind am Tag freundlich, aber irgendwie doch nicht. Die haben mich jetzt gerade voll angegriffen. Voll die Spinne. Absoluter Wahnsinn. Naja, vielleicht bringst du mich heute wieder zum Lachen sowieso. Das war letztens so geil. Ja, wir haben ja aufgerufen in der ersten Folge, dass wir Bilder zugeschickt, also dass man uns Bilder zuschicken kann, so rum. Ja. Und ich habe ein paar bekommen. Nämlich einmal ein Bild, das blende ich jetzt einfach mal irgendwo hier so ein. Ja, für dich, ich gebe das Bild auch. Ja. Mich hat einer eine Disco gebaut, die sieht ziemlich cool aus. Also so bunter Boden und so. Mhm. Ich weiß nicht, wie er die Boxen gemacht hat. Das sieht aus, als würden Boxen an der Wand hängen und so weiter. Ich glaube, das ist Kisturpack, wenn das von Gong, also das Honeyball Tech-Chip 1, der Honeyball Tech-Chip, das sind das Boxen. Ah, okay, cool. Das sieht echt richtig Hammer aus. Also. Und auch eins von, ich glaube, einer Burg oder so. Das ist auch richtig. Oder so. Auf jeden Fall, also danke erstmal an die Bilder. Ihr könnt auch noch weiter Bilder einsenden. Das ist kein Problem bei mir auf Skype oder bei ihm auf Skype oder auf, keine Ahnung was, auf allen möglichen Plattformen, auch bei, keine Ahnung, mega.co.ok oder wie auch immer das heißt. Ja, Links in der Beschreibung natürlich. Genau. Alle Links. Richtig. Wir können auch jetzt mal direkt das nächste Thema anschlagen, würde ich sagen. Soll ich vorlesen? Ja. Moment, ich tue schnell her. Das war ich nicht. Hey, hey, unprofessionell. Jetzt. Okay, also er hat noch eine Frage. Genau, unsere Lieblingsvideospiele. Moment, vorher brauchst du mal ganz kurz deine Koordinaten. Geht der Scheiß schon wieder los? Ja, sorry. Und ich speichere schon wieder einen Screenshot. Ich bin noch eine Pfeife. Ja, okay. Ja, machst du öfter, ne? Okay. Ja, das tausendste. Ich bin minus 220 rum und eine Koordinate ist 230, also beides. Plus einmal mit Minus und einmal mit nicht Minus. Also es merkt einfach 200. Also 200. Und noch ein Screenshot wurde gespeichert. Ja, ich brauche jetzt die X, die Y und die Z-Koordinate. Die Z ist ja für Höhe und Tiefe. Ja, genau, die brauchst du doch nicht. Aber die wie heißt es? Noch ein Screenshot, ich glaube, der ist 64, die ist die. Ich speichere so viele Screenshots, ich glaube, ich hänge. Dann bin ich gerade auf der richtigen Ebene. Da müsste ich dir eigentlich gleich entgegenkommen. Aber bist du an so irgendeinem Berg oder so? Du meinst 200 was? 200, Minus und Plus, beides. Also immer, merkt einfach 200. Minus 2, ja, ich meine X. Minus 200 und X? Alter, was soll ich denn jetzt noch sagen? Und Plus, und wo Plus 200? Ja, bei Y halt wahrscheinlich. Halt diese andere Achse, X, Y, ja. Und Z müsste halt in die Höhe sein, ne? Ja, genau. Aber ich kann es halt eben nicht lesen, weil es ist mir abgeschnitten. Ne? Ah, okay. Ich kann halt nur die Zahlen sagen, das musst dann du zuordnen. Die erste Zahl ist minus 200, die in der Mitte ist natürlich dann die Höhenanzeige und die ist 60 und, ja. Die letzte ist dann, okay, ja. So. Ich muss jetzt immer irgendwann mal so Druckplatten auf dem Boden machen, dass ich nicht immer die Tür aufmachen muss. Okay. Also es nervt immer, die Türen auf und zu machen. Und mit Druckplatten kannst du einfach durchhatschen. Ja, schon richtig, ne? Okay, in die Richtung muss ich jetzt noch hoch. Vielleicht finde ich dich ja dann noch irgendwann mal wieder. Hoffen wir mal im tiefsten Sinne. Oder du tötest dich einfach, dann bist du ja auch am Spawnpunkt. Also das wäre scheiße, weil die haben nämlich viel zu viele Sachen dabei. Das geht gar nicht. Nee. Das geht aber gar nicht. Na gut, sie sind halt nicht. Nee, dann nicht. Ich sag dir, ich habe jetzt auf der Tour schon so viel verdammt viel Essen verbraucht, das geht gar nicht. Das geht schon wieder nicht. Nee, bei mir geht vieles nicht, glaub mir. Ganz, ganz vieles nicht. Ach so. So. Die Sichel sieht bei mir total eigenartig aus. Eigenartig. Ja, einfach nur ein Stock mit einem Stein oben drauf. Jo. Eine Sichel sollte eigentlich eher eine Klinge haben. Das ist dann
sagen wir mal, die Neandertaler sichel. Ja. Ja. Ficken! 1, 2, 3, 4. Hauptsache eiskalt so. Ich ahne nichts Böses und auf einmal kam sie und sagte, Ficken! Ja, bei mir fehlen genau 4 Stück. Ich hätte zählen sollen vorher. Weil ich tu grad, also das Weizenkörner, ne? Oh mein Gott, ich sehe da hinten. Da! Ich sehe ein Haus. Das kann ja nur ein Würfel sein. Wem gehört der Würfel? Mir. Ich bin zu Hause. Yeah. Ich brauch jetzt unbedingt mal Fackeln. Im Dunkeln sehe ich nichts. Im Dunkeln siehst du nichts. Ja, kommt vor, ne? Und bei mir ist halt geil halt, dass ich halt so Zombie- oder Creeper-mäßig geht bei mir nicht so viel, weil ich eben auf dem Wasser bin. Naja, bei dir, also vor meinem Haus ist immer noch das Loch vom Creeper. Musst du mal zumachen hier. Hab ich jetzt schon 4 Stück? Ja, ich hab sogar 5 schon. Gott, bin ich fleißig. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein bisschen was von dem Stein. Nee, das Stein ist mir zu wertvoll. Nee, das geht gar nicht. Ich muss jetzt erstmal. Geht aber gar nicht. Ja, schon. Wieso schon? Nee, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich wirklich nicht ein. Das könnt ihr vergessen. Alter, ich sehe Eizer. Lauf, lauf. Ich bin so langsam. Ich muss was essen. Ja, komm zu mir. Ich gebe dir was. Na, ich habe jede Menge. Schon ordentlich. Na, brauchst keine Almhosen, ne? Nee. Hab ich gar nicht nötig. Ist gar nicht nötig, nee. Also da ist dein Niveau viel zu hoch für. Juhu, ich hab das Fell fertig. Sieht super aus. Ja, Selbstlob stinkt, ne? Mhm. Ich lass mich glücklich sein. Okay, jetzt brauche ich noch ein wenig Holz. Hauptsache, lass mich glücklich sein. Okay, oh mein Gott. Ich sollte vielleicht mal wieder die Koordinaten wegmachen. Vielleicht. Ja, keine Ahnung, die hatte ich eben nicht die ganze Zeit dann da. So. Jetzt sag mir nicht, dass das mir hier nicht mehr reicht. Doch, ich muss jetzt hier reichen. Doch, ja, passt. Einen habe ich noch. Ah, was machen wir hier eigentlich? Wir müssen die Frage beantworten, ne? Habe ich ganz vergessen. Aber für eine Frage nochmal. Unsere Lieblingsvideospiele, wie es da ausschaut. Der hat mal fast vergessen hier. Dann diesmal bin ich jetzt erstes dran. Letztes Mal warst du. Okay. Okay, also Lieblingsvideospiele. Also ich muss sagen, wenn man jetzt Videospiele auch zu PC-Spielen nennen kann, dann würde ich sagen, kann ich dazu was sagen. Von PlayStation, Xbox oder sonst irgendwas her kann ich überhaupt nichts sagen, dadurch, dass ich kein Konsolenmensch bin. Ja, das ist mein Ernst. Ich habe keine einzige Konsole. Bis auf eine PlayStation 2, aber da habe ich, glaube ich, gefühlte 2 oder 3 Mal dran gespielt, als ich klein war. Ja. Krass. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer einen PC und deswegen, ich habe mir auch immer alle Spiele für den PC gekauft. Ich habe da immer noch eine riesige DVD-Sammlung, weil es zu der Zeit, als ich eben angefangen habe, PC-Spiele zu zocken, einfach noch gar kein Steam oder sowas gab, wo man hätte sagen können, ja, das hätte man sich einfach so downloaden können und einfach so online bestellen können, downloaden können, gab zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Deswegen habe ich eben ganz viele DVD-Spiele. Okay. Ja, also ich bin ein PC-Mensch und meine Lieblingsvideospiele sind, ich weiß es gar nicht so genau, ich würde mal sagen, also eine Sache würde ich auf jeden Fall sagen, ich muss jetzt mal Sand farmen, und die andere Sache würde ich sagen, meine Lieblings-PC-Spiele sind mit jedem Fall Minecraft, auf jeden Fall, dann noch GTA 4 und zu guter Letzt würde ich sagen, was ich noch eigentlich ganz was gerne zocke. Was mit GTA 5? GTA 5 ist für den PC noch nicht draußen. Das kommt erst am 31.03.14. Das ist schon scheiße mit dem PC. Ja. Wenn man PC unterwegs ist hier. Das ist der Nachteil. Aber auf jeden Fall, um zu guter Letzt das Ganze hier nochmal abzurunden, was mein letztes Lieblingsspiel ist, ist Garry's Mod. Ganz besonders die Spielmodi Trouble in Terrorist Town. Da bist du ja so richtig nerdig eigentlich, gell? Warum? Ja, Minecraft und Garry's Mod. Das ist doch nicht nerdig. Ja, ich würde schon sagen, das ist zum Nerdsein dazugehört, irgendwie Minecraft und Garry's Mod zu zocken. Naja, finde ich. Lass jetzt drüber streiten. Ja, nicht, es wird dunkel. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Sonst ich auch. Bin ich bald auch zum 4. Mal tot. Ich bin jetzt schon, glaube ich, 5 Mal gestorben oder so mittlerweile. Ich werde es mal zählen, aber. Naja, mach du mal. Dann baue ich mal so ein. Wir können noch mal einen Kill-Counter hier einführen. Genau. Score. Der wurde mir schon vorgeschlagen, werde ich auch machen. Hau ich mal rein. Wenn es sich Leute sich wünschen, dann kann man das schon. Das kann man ja einfach hier in Minecraft einfügen. Ah ja? Nee, ich werde das schön. Nee, das kann man an der rechten Seite dann vom Bildschirm da einfügen. Nee, ich will das schon als wow, ein Bogenschütze. Ich will es dann schon als schöne Zahl haben, halt einfach so. Oh Gott. Du immer mit deinem, ja, das muss aber so. Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Baue ich hier oben einfach einen Block bei meinem Haus und komme ich gar nicht mehr zur Tür rein. Ach, wurscht. Ach ja. Okay. Also meine Lieblingsvideospiele sind
Ja, Guck wie mal man hier, ne? vielleicht schon denken kann. Schmiedekunst. Ey, du bist ja eine Sau. Ja, siehst du, also Kommst so dann läuft her. es hier. Da denkt man immer, man hätte sich verbessert und dann kommst du wieder angelaufen. Na, da kommt man und dann sagt man, ja, hi, ich bin besser als du. Boah, boah, ich habe einen Fichten. Ach so, ich kann eine Fichte anbauen, das bringt mir einen feuchten Dreck. Was ich denken kann, schon Super Mario 64 habe ich ja auch schon Let's Played und man kann sich schon denken, dass ich es nicht nur einmal gespielt habe in meinem Du Leben. alte Oma. Ah, das Spiel ist einfach klasse. Das ist halt, ich bin mit aufgewachsen, das ist so ein Kindheitserinnerung an die guten alten Zeiten mit der Nintendo 64 einfach. Ah, Mache klasse. jetzt mir jetzt einfach mal Lederstiefel. Und Portal mag ich auch noch sehr, sehr gerne, weil ich finde, es ist mal was Neues, was Außergewöhnliches. Naja, wie die Tante dich immer da angemotzt hat, ne? Ist so geil einfach nur. Also Portal hat auch wirklich Humor, das Spiel, und auch irgendwie permanent so eine böse Aura, das Spiel auch. Man hat das Gefühl, ey, man ist halt eben da drin so eingesperrt in diesen Testkammern und so. Das ist schon cool gemacht einfach das Ganze so. Böse Aura, naja, da bin ich jetzt nicht so der Meinung, aber. Es ist irgendwie cool so, weil es so, weißt schon, du weißt irgendwie so, hä, ich bin... Lass Naja, mich nicht raus. genau. Und warum sind hier keine Menschen? Und was noch ein Spiel ist, wo jetzt nochmal der Nostalgiefaktor hochkommt, ist Zelda. Die alten aus der Nintendo 64, die alten Zelda, die hatten einfach irgendwie Ja, also eine dieses. Nintendo 64, stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich hatte noch eine C64, also von Commodore, die ganz, ganz alte Konsole und eine Nintendo 64 habe ich mir auch mal gekauft. Ich muss sagen, mit der C64 kam ich wesentlich besser klar als mit dem Klotz von Commodore, weil das war einfach nur so ein Teil. Moment, sieht man das hier so in der Kamera? Ungefähr, naja, ich bin hier gerade ein bisschen so. Ungefähr Da so ein glänzt Teil bei und da auch war das ein. CD-Laufwerk nochmal so. Und der Akku nochmal so und also nicht der Akku, sondern das Umwandlungsteil für die Steckdose. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das war einfach ein riesiger Klotz. Die Nintendo 64 war da wirklich wesentlich kleiner und ein bisschen kompakter. Jo. War Nicht auch ein. schlecht. Ja, nicht schlecht, ne? Nicht Jetzt machen schlecht, wir nicht erstmal hier ein schlecht. bisschen Glas. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Da. Zeit. Ich glaube, wir machen jetzt auch nochmal so eine 15-Minuten-Aufnahme oder so. Zur Abwechslung mal pünktlich Ja. aufhören. Mal pünktlich, Ey, eventuell. boah, der Himmel sieht sau geil aus. Ja, bei mir auch. Ja. Das sieht wirklich mega geil aus. Alter, ey, das sieht echt wirklich top aus. Wow, hab ich noch nie gesehen bei Minecraft, dass so viele Sterne im Himmel sind. Krass. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal nochmal hier so ein kleines Screenshot. Da sieht man noch so ein bisschen dein Haus. Ich glaube, ich mache jetzt keinen Screen. Obwohl, ich mache jetzt auch noch einen. Obwohl ich hier schon tausende von diesen scheiß Screenshots habe. So, ja, ich werde die auch nämlich meistens in den Thumbnails hier im Hintergrund ein bisschen einbauen. Ich finde das nämlich eigentlich ganz cool. So. Fuck! Jetzt habe ich hab Komm kein. daraus, machen wir jetzt ein Lied. 3, 2, 1. Nein! Ich sehe ihn ganz sicher nicht als Fucklied. Fuck! Wo sollen wir Viel. das nochmal auf deinem Kanal machen? So, fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. fuck, 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 fuck. Oh, da schießt mich einer an. Das Und kann der aber tot. hier reingehen. Scheiße, ey. Ja, was denn? Ich Vollidiot, ey. Ich baue Druckplatten, es können aber die einfach reinspazieren hier ins Oh ja, Haus. das ist natürlich Der mega Nachteil. intelligent. Vor allem, ich habe gerade lange reingebaut, wenn mir Leute, also so Monster folgen. Jo. Ey, die Türengeklapper geht ja auf die Nerven, ey. Und jetzt stecken zwei Pfeile in meinem Haus. Dankeschön. Jetzt kann ich dich sogar eventuell, geh mal bitte aus deinem Haus raus. Hä? Ah, Mist, man sieht dich leider nicht. Also aus der Entfernung. Also ich kann jetzt auf dein Haus sehen, aber ich sehe nur, dass die Türen aufgehen und du jetzt gerade reingegangen bist. Aber ich sehe dich Ah, nicht, okay. sondern das sieht aus, als wäre da ein Re Geist reingehen. Also ich kann dich so ein bisschen stalken. Ich bin Oh, ein wie geil. stalkender Nachbar. Hallo Nicht Nachbar, ich schlecht. gehe nur durch Zufall am Fenster. Ich stalk dich nicht, nein. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier noch schnell ein Bett. So, warum mal die Wolle? Da, 1, 2, 3. Ich würde sagen, bevor wir jetzt die Nacht hier noch durchgammeln müssen, würde ich sagen, schlafen wir doch mal kurz, ne? Ich kann es probieren, aber wahrscheinlich werde ich aufgeweckt. Ja, komm mal schnell rein. Moment, ich tue noch schnell. Ja, müsste gehen. So, jetzt haben wir wieder Tag. Wunderbar, siehst du. Die Sonne geht Geilo. auf, wunderbar. Haben wir hier schlafen, also jetzt sind wir auch schön Das ausgeruht. erste Mal gepennt bei Minecraft, obwohl ich schon lange im Bett habe, wenn du hier. Ja, ich gammel eben ein bisschen nach, aber dafür habe ich jetzt ein Eisenschwert und du nicht. Nee, Und ich habe das. einen Helm und Schuhe. Hast du schon rumgemint oder was?
Ja, ein bisschen. Habe ich auch eben noch ein bisschen Eisen gefarmt. In der letzten Folge, glaube ich, war das. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt knapp 15 Minuten mal vorbei. Und wir können jetzt auch mal sagen, dass wir jetzt mal eine Aufnahme machen, die ungefähr genau 15 Minuten geht. Also habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, Tag, was auch immer. Und ich würde sagen, tschüss, so bald und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Und schaut bei Zio vorbei. Ja, genau. Und bei mir auch. Wer bei dir? Nur vorbeischauen, hier abchecken alles. Ja, dran. Bei uns, ne. Seite und alles steht in der Beschreibung. Sonst kann ich nur sagen, tschüss und dann.